Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr eure Wellensittiche am besten wiegen könnt, ohne dass Zahmheit eventuell verloren geht oder ja, dass die Wellensittiche sehr gestresst werden und das als negativ aufnehmen. Dafür braucht ihr als allererstes mal eine Waage, die am besten, ja, Gramm anzeigt, am besten auch mit 0,0 oder 0,00. Und ich mache das jetzt mal an und die hier zeigt 0,0 an. Und natürlich könnte man den Wellensittich fangen und hier draufsetzen und so die Hand drüber halten und würde dann somit ganz einfach das Gewicht vom Wellensittich ablesen können. Allerdings hätte der Wellensittich dann halt auch Angst, weil man ihn halt dafür greifen müsste. Und ich möchte euch jetzt gerne mal eine Methode zeigen oder auch mehrere, mit denen man die Wellensittiche nicht fangen muss, die Zahmheit nicht kaputt geht und man trotzdem das Gewicht der Wellensittiche ja, sehen kann. Und was auch noch ganz wichtig ist, es kann natürlich eh sein, dass das Gewicht so mittelmäßig gut angezeigt wird, da die Wellensittiche sich natürlich auch bewegen und nicht stumm da sitzen. Aber dann könnt ihr so ungefähr das Gewicht ablesen und wisst, wie viel eure Wellensittiche wiegen. Man muss die Wellensittiche nicht oft wiegen, aber immer mal wieder. Hauptsächlich muss man sie eigentlich nur dann wiegen, wenn ihr den Verdacht habt, dass ein Wellensittich stark übergewichtig ist, der Wellensittich eventuell eine Krankheit hat oder ein Wellensittich zu dünn sein kann. Und wenn ihr immer nur so gucken möchtet, ob das Gewicht gut ist, dann könnt ihr das natürlich auch optisch. Aber ihr könnt auch einmal im Jahr, wenn es dem Wellensittich gut geht und er normal aussieht, einmal im Jahr schauen, wie viel er eigentlich wiegt und ob er immer noch genauso viel wiegt und ja, oder im je nach Halbjahr. Je nachdem natürlich auch, wie gut es klappt. Man sollte sie aber trotzdem nicht zu oft wiegen, denn es kann natürlich trotzdem Stress für die Vögel sein. Was ihr braucht oder verwenden könnt, ist ein kleiner Futternapf. Das ist der kleinste Napf, den ich habe. Und der ist schon tatsächlich relativ groß im Vergleich zur Waage. Also wenn ich ihn hier so drauf stelle, dann sollte sich der Wellensittich am besten direkt auf den Napf setzen. Zum Schutz von der Waage oder falls eure Wellensittich Angst habt, könnt ihr auch noch Küchenpapier nehmen und das dann auf die Waage legen. Den Napf befülle ich jetzt mit dem Lieblingsfutter meiner Wellensittiche. Ansonsten könntet ihr da natürlich auch irgendwas anderes reintun. Futter bietet sich nur meistens gut an, da die Wellensittiche dann den Napf als Untergrund sehen und nicht irgendwie ja, Angst vor der Waage haben, sondern halt der Napf quasi das Normale ist, was sie sehen und sich dann halt hoffentlich auf den Rand vom Napf setzen. Ja, und da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Futter rein. Was da natürlich wichtig ist, ist, dass ihr erstmal wiegt, wie viel der Napf mit dem Futter wiegt, dann ja, die Waage auf 0 setzt und wenn das nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund, dass man die Waage wieder auf 0 setzt, dann müsst ihr halt das Gewicht des Wellensittichs nachher dazu rechnen und dann das Gewicht vom Futter und der Schale natürlich abziehen. Also ihr könntet das jetzt natürlich einmal so machen, dass ihr die Schale jetzt da drauf stellt. Und die wiegt natürlich schon mal sehr viel. Und dann könntet ihr es hier auf Tear wieder auf 0 setzen. Oder ihr macht die Waage nochmal aus, stellt den Napf drauf, dann auf an und dann ist das halt auch 0,0. So könnt ihr es einmal machen. Oder ihr nehmt, wie gesagt, eure Küchenrolle und stellt da dann das Futter drauf, stellt die Waage natürlich auf Tear. Und dann, wenn die Wellensittiche kommen, könnt ihr sie wiegen. Jetzt zeige ich euch eine ganz andere Methode. Und zwar braucht ihr dafür einfach Kolbenhirse. Und davon nehmt ihr euch entweder ein paar Stückchen oder ihr legt das ganze Stück drauf, zieht dann das Gewicht natürlich wieder ab. Ich mache es so. Oder ihr tut auch wieder vor, die Küchenrolle halt erst runter und legt dann das
die Hirse drauf. Und wenn ihr einen super zahmen Wellensittich habt, könnt ihr ihn vielleicht auch einfach so draufsetzen. Aber ja, das muss halt jeder für sich wissen. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal die Methoden in der Anwendung. So Leute, ich habe dann natürlich die Waage hingestellt, hier auf so ein Brett und wie man sieht, das hat schon super funktioniert gleich mit dem Napf. Ich habe die Wellensittiche mit Hirse zur Waage gelockt und das hat wirklich hervorragend funktioniert. Ich kann euch diese Methode wirklich empfehlen. Die einzige kleine Herausforderung ist dann natürlich noch das Ablesen der Grammzahl. Gerade wenn ihr einen großen Schwarm habt, setzen sich auch manchmal, wie man auch im Video sieht, gleich mehrere Wellensittiche auf die Waage. Dann müsst ihr halt schauen, wenn sich jetzt zum Beispiel zwei draufsetzen und der eine sich davor auch mal alleine hingesetzt hat, dann müsst ihr halt das Gewicht von beiden minus dem einen abziehen und dann wisst ihr das jeweilige Gewicht von dem anderen Wellensittich. Und ja, also bei mir hat das echt super geklappt. Zuerst mit dem Napf. Gut, hier waren jetzt zwei Wellensittiche drauf. Ja, und ich bin mit dem Gewicht von meinen Wellensittichen zufrieden. Also es ist jetzt keiner extrem untergewichtig. Bei dem einen Männchen sieht man, er wiegt ungefähr 38 Gramm. Das könnte ein bisschen wenig wirken. Er ist aber, also er ist ein Hansibubi und er ist ein wirklich sehr, sehr kleiner und zierlicher Wellensittich. Deswegen ist das Gewicht auch in Ordnung. Ja, und mein neuer Wellensittich, die Jewel, die wiegt ja 55 Gramm. Das ist aber auch absolut okay, denn sie ist ja ein Halbstandard. Und ja, ich schaue dann halt auch immer nach dem jeweiligen Alter. Also, dass jetzt ein junger, sehr junger Wellensittich noch nicht die 40 Gramm erreicht hat, ist vielleicht auch ganz normal. Also, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und oft ist es auch so, dass ein Wellensittich mal während der Mauser ein bisschen weniger wiegt. Meine sind zum Beispiel gerade eigentlich alle in der Mauser. Und ja, also ich bin zufrieden. Es hat echt gut geklappt. Hier seht ihr, wie gesagt, erstmal die Variante noch mit dem Napf und später noch die Variante, wo ich dann nur Hirse hin tue. Und ja, es hat auch wirklich geklappt, Wellensittiche drauf zu locken, die nicht die allerzahmsten sind. Die Zahmen kamen natürlich zuerst. Ja, aber ich kann es euch wirklich empfehlen, eure Wellensittiche ab und zu mal zu wiegen. Und so ist es, wie man sieht, absolut stressfrei. Die Wellensittiche haben überhaupt keine Angst. Sie freuen sich sogar, weil sie halt ihre Lieblingshirsemischung bzw. ihr Lieblingsfutter kriegen und halt Hirse. Und hier sieht man auch einmal, dass es so geklappt hat. Also den Wellensittich einfach mit Hirse drauf zu locken. Ja, also ich habe euch jetzt mal ein paar verschiedene Varianten einfach gezeigt und gefilmt. Und was natürlich sein sollte, ist, dass ihr euch halt das Gewicht nebenbei notiert, denn die Wellensittiche bleiben wirklich nicht besonders lang auf der Waage. Da solltet ihr dann schon schnell sein. Und ja, vielleicht ist es dann auch schneller, wenn ihr das einfach kurz im Handy eingebt, wie dass ihr jetzt einen Stift und einen Block rausholt und es dann notiert oder so. Ja, das müsst ihr dann aber für euch entscheiden. Ja, hier seht ihr jetzt einfach noch ein bisschen, wie ich die Wellies gewogen habe. Und ja, also den meine ich, die zwei hier wiegen ein bisschen weniger, denn das sind halt auch beides sehr, sehr kleine Männchen. Aber das Gewicht ist in Ordnung, beide sind gesund, beiden geht's gut und im Moment sind auch beide in der Mauser. Also ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!